Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, es ist noch gar nicht so lang her, habe ich mir gedacht, als ich mich hier an den Schreibtisch setzte, um auch in diesem Jahr eine Weihnachtsbotschaft für Sie aufzunehmen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich schon einmal hier saß. Und doch ist in dieser Zeit einiges passiert. Wir haben einiges in unserer Stadt vorangebracht, wo wir dankbar sein können und wo wir glücklich und auch stolz darauf sein können. Wir haben nicht nur eine schöne Weihnachtsbeleuchtung implementiert, sondern wir haben uns gekümmert um die Natur, wir haben Blühwiesen angelegt, wir haben die Schwarzbach-Renaturierung vorangetrieben, wir haben Blumenbeete in einem schönen, anschaulichen Zustand versetzt, wir haben uns um Photovoltaik gekümmert, wir haben große, international bekannte Unternehmen in unsere Stadt gebracht, damit auch die Gewerbesteuereinnahmen uns in unserem Vorhaben, unsere Sportplätze weiter gut sanieren zu können, unser Schwimmbad auf dem neuesten Stand zu halten, unseren Sanierungsstau der öffentlichen Gebäude weiter vorantreiben zu können. Das alles hilft uns dabei. Ungeachtet dessen ist es uns aber jetzt schon durch ein gutes Wirtschaften, ein sparsames und vorausschauendes Wirtschaften, gepaart mit den Anstrengungen, Unternehmen mit ihrem Hauptsitz nach Hattersheim zu holen, ist es uns jetzt schon gelungen, auch Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, zu entlasten, indem wir die Straßenausbaubeiträge abgeschafft haben. Doch neben all dem und vielen weiteren positiven Dingen ist leider auch eines geblieben. Wir sind immer noch durch die Corona-Pandemie in erheblichem Maße betroffen und damit eingeschränkt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist etwas, was wir weiterhin ernst nehmen müssen. Wir haben eine gute Impfquote in unserer Stadt mit seinen Stadtteilen Ogriftel und Eddersheim. Aber dennoch müssen wir weiter daran arbeiten. Ich darf Sie bitten, dass Sie nicht ablassen, in Ihrem Familien- und Freundeskreis, Ihrer Nachbarschaft dafür zu werben, dass weiter die Impfquote nach oben geht. Sicherlich können auch geimpfte Menschen das Virus übertragen, aber die Verläufe sind nach allen Statistiken weit milder und geringer. Sie schonen und schützen Leben, die Impfungen. Ich darf Ihnen Danke sagen für all das, was Sie aufgenommen haben, was Sie mitgemacht haben, was Sie ertragen und erduldet haben. All die Einschränkungen im Schwimmbadöffnungszeiten, die Einschränkungen in der Kinderbetreuung, die Einschränkungen in dem Gastronomiebereich. Aber ich bin guten Mutes, dass wenn wir weiter zusammenstehen, dass wir die Pandemie auch auf ein Maß zurückdrängen können, dass uns das, was wir so lieb gewonnen haben, unsere Begegnungen, unsere Feste, unser Fischerfest, unser Welchestagfest, unser Weihnachtsmarkt, unsere Klassikertage und so vieles, vieles mehr, dass wir das auch bald auch wieder gemeinschaftlich, in Präsenz, miteinander erleben dürfen. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich wünsche Ihnen ganz aufrichtig und von ganzem Herzen eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien, im Kreise Ihrer Lieben. Und natürlich dann einen guten Rutsch in ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.